Wir haben schon halb Mitternacht. Naja, heute bin ich ein bisschen fitter als gestern. War irgendwie nicht so intelligent, die 20 Stunden des Tages mit 7 Stunden Stream zu füllen gestern, aber. Und vor allem 2,5 Liter Bier. Du kommst mit. Komm mit. Ja. Auf geht's zum Strand. Und da ist gleich so ein Typ, den man anscheinend ansprechen soll. Wie wär's, wenn ich ganz lustig bin und ihn nicht anspreche, bis ich fertig bin mit der Insel? Das hätte doch Humor, oder nicht? Wieso habe ich schon wieder keine Waffe? Ach ja, stimmt. Ich erinnere mich wieder. Gut, ich rede mit dem Typen. Oh, Moment. Truhe. Plonk, plonk. Fleischwein, alles. Du kannst den Armen doch nicht stehen lassen. Ich kann jeden stehen lassen, den Endlich ich will. sieht jemand nach mir. Ich dachte schon, man hat mich vergessen. Man hat dich vergessen, Jack. Alle haben dich vergessen. Sogar deine Frau, deine Mutter, deine Kinder und deine Liebhaberin. Du scheinst selten Besuch zu kriegen. Goldrichtig, Junge. Zivilisten triffst du hier kaum noch. Dafür umso mehr Soldaten. Und die machen nur Ärger. Dieses Pack von der Inquisition besetzt einfach meinen Leuchtturm. Da hatten sogar die Piraten mehr Ehre im Leib. Naja, meine Piraten wurden namens Patty. Was kannst du mir über Takarigua erzählen? Als Gouverneur Di Fuego noch das Sagen über Puerto Sacarico hatte, da blühte der Handel. Das Einzige, was einem jetzt noch blüht, sind im Stechschritt marschierende Idioten der Inquisition. Wüsste zu gern, was in Puerto Sacarico vor sich geht. Du musst wissen, dass das Letzte, was mir zu Ohren gekommen ist, nicht sehr erfreulich klang. Die sind wohl drauf und dran, einen Fremden aufzuknüpfen. Was weißt du über den... Gott. So viel Text. Was weißt du über die Inquisition? Früher haben die ihre dicken Hintern breit gesessen und uns einfache Leute in Ruhe gelassen. Aber seit diese Totenkopfhüllen überall aus dem Boden kommen, geht es hier drunter und drüber. Ihr Kommandant, dieser Sebastiano, hat die Nerven verloren und seine Kundschafter losgeschickt. Aber anstatt ihre Arbeit zu tun, nehmen sie meinen Leuchtturm in Beschlag und machen sich einen Lenz. Ich bin auf der Suche nach einer Piratenbraut namens Patty. Patty? Patty? Moment, du meinst doch nicht etwa Stahlbarts Tochter? Genau von der rede ich. Du kennst sie also? Die ist vor einiger Zeit hier gewesen. Aber lange geblieben ist sie nicht. Soweit ich weiß, ist sie zusammen mit einer Horde Piraten nach Kila gesegelt. Ich hoffe, das wird dir bei deiner Suche weiterhelfen. Weißt du schon, welcher Fraktion ich mich anschließen werde? Entweder dem eingeborenen Stamm. Oder falls es die Möglichkeit gibt, irgendetwas, was so richtig auf Nahkampf ist. Also so wirklich so, ich gehe hin und hau jemanden so heftig aufs Maul, dass ihm gleich der gesamte Kiefer wegfliegt. Solchen Leuten. Und ansonsten halt den Stamm der Eingeborenen, weil die haben halt so ganz coole Effekte. Und das, wenn man schon gegen Geister kämpft, dann denke ich mal, ist Voodoo eins der stärksten Sachen, die man benutzen könnte. Wo genau liegt dieses Puerto Sacarico? Nordwestlich von hier. Doch Vorsicht ist geboten. Überall auf Takarigua lauern Gefahren. Okay, und wie komme ich am schnellsten nach Puerto Sacarico? Im Landesinneren, nicht weit von hier, kampiert im Norden seit kurzem ein Soldat namens Vasco. Sein Lager liegt auf dem direkten Weg nach Puerto Sacarico. Gut, das werde ich schon finden. Danke. Sei aber vorsichtig. Der Dschungel ist gefährlich. Ein Fremder, der die Akquisition aufknüpfen will. Ein Fremder, den die Inquisition aufknöpfen will? Naja, viel weiß ich nicht über ihn. Soll wohl mit den Magiern im Bunde stehen. Und das sehen die Soldaten gar nicht gern.
Wenn du seinen Hintern retten willst, solltest du dich beeilen. Waren auf Takarigua früher nicht auch mal Piraten? Sind alle weg oder tot? Ihr Nest im Osten wurde komplett zerstört. Oh. Da kommt niemand mehr hin. Das Land wird jetzt von den Schatten kontrolliert. Ich sehe mich für dich mal in Puerto Sacarico um. Das ist nett von dir, Junge. Weißt du, hier draußen erfährt man eh zu wenig. Schon mal an eine Brieftaubenzucht gedacht? Brieftauben? Vergiss es. Das ist ein Wort, das mehr Buchstaben hat als 5. Das kann er nicht so einfach aussprechen. Und dann noch eine Zusammenknüpfung aus 2 Wörtern. Das verwirrt ihn nur. Gibt, glaube ich, bei jeder Fraktion Nahkämpfer, Zauberer. Aber eine Fraktion ist, glaube ich, eher mehr auf den Nahkampf spezialisiert. Tja, dann werde ich diese Fraktion finden und ich werde mich hier anschließen. Ansonsten halt die so am besten meiner Meinung nach sind. Mann, diese Krabben sind so hilflos. Ich meine, die wird einfach mal durch die Gegend geworfen wie eine Nutte auf einer Sex- und Koks-Party. Die liegt länger auf dem Rücken als eine Dorfschlampe in ihrem Leben auf dem Rücken rumliegt. Sehr geil, ist die einzige Frage, die mich noch interessieren würde. Autsch. Und da liegt sie schon wieder. Au. Es wäre aber wirklich cool, wenn je nachdem, welcher Fraktion man beitritt, man tatsächlich gewisse Vorteile hätte. Also so richtige Vorteile im Kampf gegen den letzten Gegner. Magier habe ich halt schon durch, da kenne ich die Quest und Voodoo finde ich nicht so spannend. Okay. Ja, wie ist das? Ich bezweifle, dass die Inquisition diejenigen sind, die auf Nahkampf getrimmt sind. Also, die Typen ganz im Norden? Auf der letzten Insel? Man kann halt schon fraktionsspezifische Skills erlernen. Okay. Ich kann es mir schon vorstellen. Fraktionsspezifisches Skill, stark aufs Maul geben. Und ich halt OP-Zauber. Ja, den ist im Norden. Na gut. Dann wird es noch ein bisschen dauern, bis ich da hinkomme. Wobei, vielleicht gleich nach dieser Insel.
Wobei ich mir durchaus vorstellen kann, dass es eigentlich schwer ist, da was zu machen. Wow, ich bin aber echt an einer ziemlich beschissenen Stelle gelandet. Ich denke mal, ich schlage mich bis zur Stadt durch und dann mache ich Schluss für heute. Au. Oh, ich habe beide auf einmal getroffen. Ganz prinzipiell zu allen Inseln. Ja, ich weiß, dass ich jederzeit zu allen Inseln kann. Aber ich muss ja nicht unbedingt sofort zu denen, bei denen ich mich ausbilden lasse und sowas. Du nervst. Krepier einfach. Ich brauche einfach eine Waffe, die mehr Schaden macht. Der hat nichts gedroppt. Soll es halt zu jeder Fraktion hin und die Aufnahmequest erfüllen. So kannst du alle Quests machen. Ja, das denke ich auch. Stimmt, wie ist das eigentlich? Sobald ich mich einer Fraktion angeschlossen habe, kann ich die anderen Aufnahmequests dann nicht mehr machen? Ja, bis ich beim nächsten Schmied bin, wird es aber noch ein bisschen dauern. Nope. Alle Gegner sind meine. Und du solltest deine Waffe nicht verkaufen. Manche Waffen kannst du in Stärke rumschmieden. Oh, das ist aber neu. Da fühle ich mich schon scheiße, dass ich vorhin einmal eine Waffe verkauft habe. Wow, das war aber ein weiter Sprung. Sobald eine Gehör scheitern automatisch die anderen Aufnahmequests. Okay, das ist gut zu wissen. Die Befürchtung hatte ich zwar schon, aber jetzt weiß ich das wenigstens. Und vor allem, das ist ja ziemlich viel Ruhm, was dann flöten geht, wenn man die ganzen Aufnahmequests nicht hat. Das ist so viel Ruhm, so viel könnte ich gar nicht trinken. Wortspiel. Au. Hat doch mehr Reichweite, als ich erwartet habe. Ah, ist mit Verzögerung umgefallen. Greif ihn an! Greif den Panther an! Jaguar. Oh. Au. Bam! Sehr schön. Ich finde es interessant, dass man für den Jaguar genauso viel bekommt wie für so eine mickrige Schildkröte. Ah, jetzt weiß ich, wieso ich die alle nicht häuten kann und plündern und sowas. Ich habe ja die Werkzeuge noch gar nicht zum Häuten.
Da haben wir noch ein paar Affen. Pipkin. Was willst du? Du kommst doch nicht von der Inquisition, oder? Führ mich ruhig ab. Ich habe sowieso nichts mehr. Warum sollte ich dich abführen? Oh, dann bist du nicht hier, um mich einzusperren. Naja. Sein Gesicht. Ich habe mich schon fast drüber gefreut. Was ist mit dir passiert? Und was ist mit deinem Gesicht? Ich sitze hier halbnackt in der Pampa. Ich habe alles weggeworfen, als ich vor diesem Scheißmonster geflohen bin. Monster? Ich dachte, dein Problem ist die Inquisition. Die auch. Aber mit der komme ich klar. Wenn dieses geflügelte Mistding mir nicht alle meine Sachen geklaut hätte. Ich wollte doch nur meinen Schatz an einem sicheren Ort vergraben. Woher hätte ich wissen sollen, dass da so ein Vieh wohnt? Wo finde ich dein Monster? Keine Ahnung. Ich habe die Beine in die Hand genommen und bin gerannt. Hab in der Hektik einfach alles fallen gelassen, damit ich schneller laufen kann. Wahrscheinlich könnte ich es wiederfinden, wenn ich der Spur meines Krempels folgen würde. Aber das kannst du vergessen. Ich gehe keinen Schritt in die Nähe dieses Viehs. Oh Mann. Ich werde das Vieh für dich jagen. Wirklich? Aber warum solltest du das tun? Du hast was von einem Schatz erzählt. Ja, mein Schatz, den ich dort vergraben wollte. Ich sag dir was. Töte das Vieh und bring mir den Inhalt meiner Truhe. Dann machen wir halbe halbe. Oder ich nehme einfach alles. Wieso sollte ich was abgeben, wenn ich es bereits habe? Viel Spaß mit der Quest. Das klingt schon so, als würde man entweder sehr lange suchen oder man würde sehr oft dabei drauf gehen. Ich werde auf jeden Fall das zufällig machen. Ich werde das jetzt nicht extra suchen und keine Ahnung was. Weil wenn man mir keine Hinweise gibt... Ich meine, wir sind hier nicht bei Witcher 3, wo wir wirklich sehr gut alles untersuchen können. Oh, fuck. Au. Heilung? Sehr gut. Ah. Irgendwie bringt's die Heilung nicht mehr so wie vorher. Oh. Könnte aber auch daran liegen, dass die Gegner einfach zu viel Schaden machen. Und ich zu wenig. Also suchen muss man eigentlich nicht. Ja, dann wird das Monster wahrscheinlich ziemlich stark sein. Aber alles kann besiegt werden, wenn man einen Partner hat und sehr lange durch die Gegend rollt. Au. Graben, ihr seid scheiße. Na, also jetzt hat sich einer auf den konzentriert und dann kann ich die hier in der Zwischenzeit kaputt schlagen. So richtig schön vergewaltigen. Auf den Rücken liegen und... das machen, was ich am besten kann. Oh, danke für den Heal. Könnte diese Krabbe endlich sterben? Dankeschön. Yeah, Save Point. W
Witcher 3 war aber trotzdem nice. War ja schön zu sehen, wie viele Romananspielungen da drin waren. Wieso hat jeder die Romane gelesen? Wo kriegt man die? Außer tatsächlich für 20 Euro bei Amazon bestellen. Ach. Hugendubel. Das ging schnell. Gekauft, okay. Naja. Ich werde mir irgendwo die E-Books halt herholen. Ich hoffe, es gibt die E-Books. Wird es aber wahrscheinlich geben. Ob sie mir nach Witcher 2 zugelegt, hat sich echt gelohnt. Oh man, da muss natürlich noch eins herkommen. Ah, da bin ich wirklich perfekt ausgewichen. Oh, nicht noch einer. So, hier gab es jetzt Zeug zum Sammeln. Endlich kriegt meine Waffe was zu tun. Du hast gerade die ganze Zeit was zu tun. Krabbe! Warte ganz kurz, die ist tot? Die bewegt sich noch so, als würde sie leben. Na gut. Oh! Kann man die töten? Aus deiner Haut mach ich mir eine Mütze. Au! Okay, die machen gut Schaden. Und vertragen noch besser. Deine Größe ist auch deine Schwäche, du Monster. Ich glaube, es war keine gute Idee, es anzugreifen. Aber natürlich schieße ich daneben. Oh, jetzt habe ich getroffen. Das war's mit dem Vieh. 200 Ruhm, okay. Eine Zunge und rohes Fleisch. Ich leg mich mal noch nicht mit den anderen beiden an. Wobei eigentlich ging das sogar recht gut. Oh, ich hab Rum gefunden. Was bist denn du? Ach, ein Krallenaffe. Du sahst kurz so entstellt aus. Was hat mich da gerade geschlagen? Achso, der hat was auf mich geworfen. Ich hab nicht gesehen, dass da was geflogen kam. Zeug sammeln? Ach nee, kann ich noch nicht.
Hab ja immer noch kein Werkzeug. Ich habe übrigens vorhin eine Nachricht bekommen. Deswegen habe ich... Hier ist jemand Richtung Norden gegangen. Ausgerechnet jetzt. Na gut. Hier ist jemand Richtung Norden gegangen. Ich habe vorhin eine Nachricht bekommen und dachte mir so, hey... lese ich mal kurz durch und dann habe ich eine Frage. Wieso schreibt irgendjemand noch sowas wie ein lachendes Smiley oder so haha hinter einen Text, wenn es gar nicht lustig ist? Also ich verstehe, wenn die Frage lustig formuliert war, was in dem Fall nicht wirklich der Fall war. Dass man dann halt sagt, ja, okay, Frage war lustig. Also reagiere ich zuerst mit einem Lachen und dann antworte ich. Aber wieso hinterher? Bin da ein bisschen verwirrt. Die Spur führt weiter nach Nordosten. Liegt hier sonst noch was in der Gegend rum? Nee. Okay, jetzt bringe ich übrigens das, was ich gerade dir denke. Oh, da liegt was Süßes. 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 Wir finden es lustig. Auch möglich. Aber das war halt einfach so ein neutraler Text, so nach dem Prinzip. Ja, irgendwie. Scheinst du keinen Spaß im Studium zu haben? Und die Antwort darauf ist so, ja, doch, hat halt hier und da eine Macke, aber ansonsten finde ich das eigentlich ganz okay. Hahaha. Weiß nicht. Also, okay, ich hab's gefunden. Man kann tatsächlich so etwas wie Spuren folgen. Ich hab mich schon gefragt, wann endlich die Warzenschweine kommen. Immerhin waren das die ersten Gegner bei Risen 2. Nee, stimmt, die ersten Gegner waren die... Wer ist denn die? Die Sandteufel. Manche sind einfach seltsam. Möglich. Durchaus. Oder die haben einfach Spaß dabei, hinten dran immer noch so ein Lachen reinzuwerfen. Eine Kristallfackel. Praktisch, weil ich ja gleich in die Höhle hinein. In die Höhle gehe. Dann speichere ich nochmal und lege die Kristallfackel ins Fach. Aus deiner Haut mache ich mir eine Mütze. Oha! Spring halt noch weiter. Ich verstehe jetzt auch die von bis Werte bei den Waffen. Von heißt wirklich, ich mache einen schnellen Schlag, also sofort. Und der Maximalwert heißt wirklich, das, was ich machen kann, wenn ich vollständig aushole. Dementsprechend mache ich auch mit der Keule so viel Schaden, wenn ich vollständig ausgeholt habe, aber nicht so viel, wenn ich schnell zuschlagen will. Los, übernimm. Das tat weh.
Ich frage mich, ob es so wirklich dunkle Areale überhaupt gibt in dem Spiel. Weil irgendwie gehe ich hier in diese Höhle und... Hallo, was auch immer du bist. Grausamer Lindwurm heißt das Ding. Okay, der verträgt einiges. Ich glaube, mein Typ wird gleich umfallen. Ups. Au! Oha, der Schaden. Ha, ich bin deinem fucking Feuer ausgewichen, aber nicht dem zweiten, weil ich da bin ich nach hinten zurückgerollt. Autsch, autsch. Ja? Buja. Easy. Keine Ahnung, was es hier für Probleme geben sollte. Oh, da liegen noch mehr süße Gegenstände auf dem Boden. Ja, ich gebe mir wirklich die Mühe, jedes einzelne Goldstück aufzuheben. Ich weiß nicht wieso. Das ist aber eine ziemlich große Truhe, die er da mitgebracht hat. Okay, 300 Gold und einen Haufen Bananen. Oh, ich habe eine Spitzhacke. Das heißt, ich kann jetzt Erz schlürfen, oder? Oder muss ich das erstmal lernen? Geisterpilz. Ah, verstehe, für Geisterzeug. Ich habe das viel in der Höhle geplättet, da war weniger Platz. Ja. Ich habe auch die ganze Zeit meinen Typen tanken lassen. Ich dachte mir schon, dass hier Termiten kommen. Wir sind in einer Höhle. Sieht halbwegs künstlich erstellt aus. Du kannst jetzt schon schürfen, aber du kannst, glaube ich, später noch die Ausbeute verbessern. Naja, da ich keine Lust habe, aber später nochmal hierher zu kommen, extra nur wegen ein paar Erzteilen, werde ich jetzt einfach das Ganze schürfen. Damit kann ich übrigens auch das Erz in der Stadtinsel plündern. Außerdem gibt es meistens sowieso so viele Adern, dass man eigentlich nicht deswegen extra noch irgendwie was aufbewahren sollte oder später zurückkommen muss. Ich hätte gern das Werkzeug zum Looten. Oh, da war ein Gegenstand. Ich hab's genau gesehen. Ja, danke schön. Zwei Goldmünzen gefunden. Oh, fuck! Wow! Okay. Das war knapp. Hast du sie schon getötet? Ich finde es cool, wie diese Spinne einfach mal knallhart hart lächelt. Ah, roll weg! Roll weg! Roll weg! Nein, roll weg! Jetzt hau zu! Roll weg!
Du sollst dich umdrehen eigentlich. Werkzeuge zum Looten musst du meist bei den Händlern kaufen. Ja, die liegen sehr selten rum, das weiß ich. Teleportstein. Hm, das hat sich doch gelohnt. Silberbecher. Goldklee 13 Mal. Blutregeneration, Verbrauchsgegenstand. Wächst überall. Ich finde es interessant, wächst eigentlich überall. Ich finde es zum ersten Mal in einer Truhe. Oh, Diebesgut. Allerlei Wertsachen. Einige tragen den Namen Jack. Praktisch. Ah, und hier ist Jadestein. Okay. Habe ich denn jetzt hier alles? Ich bin zum Teil über den Fluss drüber hinaus gewesen. Ja, ich kann einfach den Leuchtturm hochlaufen jetzt. Was bist denn du? Ach, ein Warzenschwein. Autsch. Wo ist denn mein Partner? Oh nein, mein Partner konnte mal wieder nicht runterlaufen. Weil ich da an dieser einen Stelle runtergesprungen bin. Dummer Partner. Ich finde, man sollte grundsätzlich ein Spiel einführen, wenn der NPC weiter als 20 Meter entfernt ist oder der nächste Kampf auftaucht, dass er sich einfach hinteleportiert. Einfach grundsätzlich. Ach ja, ich muss zu Jack vielleicht nochmal und den Quest abgeben. Ach ja, und ich muss nochmal zu dem anderen Typen. Puh, ich hätte fast beides vergessen. Was dein Soldatenproblem angeht. Holtby hat dich beklaut. Dieser miese Kerl, das sieht ihm ähnlich. Willst du die Sachen nicht wiederhaben? Gib sie mir wieder, wenn die zwei meinen Turm verlassen haben. Ohne die beiden lagern sie dort wesentlich sicherer als hier. Was springt für mich dabei heraus, wenn ich dir helfe? Die Hosen eines alten Mannes willst du wohl nicht haben, was? Sieh mich an, ich trage nichts bei mir. Nicht mal eine Buddel haben die beiden mir gelassen. Ein paar Goldmünzen wirst du doch wohl haben. Gut, wenn du mir hilfst, gebe ich dir so viel ich entbehren kann. Außerdem kann ich dir ein paar Buddeln Rum verkaufen, wenn ich meinen Leuchtturm zurück habe. Irgendeine Idee, wie ich sie von deinem Leuchtturm vertreiben kann? Lass mich mal überlegen. Tenna lässt sich sicher durch ein paar Schläge beeindrucken. Aber Holtby... Tja, du müsstest schon was gegen ihn in der Hand haben. Sprich einfach mit ihm. Vielleicht ergibt sich da ja was. Na dann. Ich kümmere mich darum. Großartig. Sollen sie doch Tag ein, Tag aus auf Patrouille gehen. Ich bin einfach zu alt dafür und will meine Ruhe. Im Alter findet man auch... Neue Quest, Ärsche treten. Tja. Ich denke mal, das heißt auch im Englischen so... Ass-Kicking. Oder... Kicking Ass. Oder... Hauptsache etwas mit Ass und Kick. Aber nicht Kick-Ass, weil das wäre ein Verstoß. Gegen... Rechte. Oh. Hier liegt ja noch Gold rum. Entschuldigung, ich meine, oh, da liegt was Süßes. Oh, da liegt was Süßes. Hier ist jemand Richtung Norden gegangen. Du musst hoch zum Leuchtturm. Ich weiß, aber ich kann... Die Spuren führen nach Nordosten. Aber ich möchte bei diesem Typen was abgeben. Dein Monster ist Geschichte. Sehr gut. Was ist mit meinem Schatz?
Hast du den Kram aus meiner Truhe? Ja, ich habe deinen Schatz. Sehr gut. Dann erzähl mal, was du alles noch gefunden hast. Wegen deinem Schatz. Ich habe Grog gefunden. Ich habe Grog gefunden. Wunderbar. Her damit. Aber ich glaube, wenn ich ihm helfe, kriege ich Seele wieder, oder? Ja, ich denke schon. Hier hast du ihn. Den habe ich schon vermisst. Sehr gut. Danke. Wegen deinem Schatz. Ich habe... Den... Sehr gut. Wegen deinem... Ich habe... Hätte nicht... Da... Ich hätte wetten können, es ist verschwunden. Ist eine echt ehrliche Haut. Du hast mir alles wiedergebracht, was in meiner Truhe war. Da waren noch Bananen. Ach, da habe ich sie gelassen. Die kannst du ruhig behalten. Ich halte mein Wort. Hier hast du die Hälfte von dem ganzen Krempel. Vielen Dank nochmal. Yeah, ich habe plus 2 auf Seele gekriegt. Übrigens, ich verliere wirklich mit der Zeit Seelenpunkte. Ist halt einfach so irgendwie. Weil ich war bereits bei 52, dann habe ich 1 verloren, dann habe ich plus 1 gekriegt, jetzt habe ich wieder plus 2 gekriegt und ich bin immer noch bei 52. Was wollte ich? Ich wollte... Härte? Nein, Fingerfähigkeiten. Ja, genau. Hier kann ich 2 Punkte investieren. Gut. Jetzt kann ich auch 50 Schloss knacken. Gut, jetzt gehen wir hoch. Uff. Nee, ich glaube, nach dem Leuchtturm mache ich bereits Schluss. Ich dachte nicht, dass es so lange dauern wird, bis in die Stadt zu gehen. Bis in die Stadt zu kommen. Dieser Turm ist die reinste Todesfalle. Auf mich wirkt er ziemlich harmlos. Lass dich ja nicht täuschen. Wer weiß, wie viele Ratten oben im Turm hausen. Wenn du nicht Acht gibst, stürzen sie sich auf dich nieder und kratzen dir die Augen aus. Ich habe Zeug gefunden. Okay. Ah ja, genau, ich muss die Länge der Stäbe untersuchen. Hä? Okay, doch nicht. Das ist seltsam. Jetzt hier. Dann das da hinten und dann das hier. Steht trotzdem nicht, woran ich das erkennen soll. Weil im zweiten Teil war es ja wirklich so, da wo diese Punkte sind, da fängst du vom Kleinen zum Großen hin. Und hier ist es irgendwie random. Hey du, angetreten, aber ein bisschen flott. Glaubst wohl, du könntest dich hier so durchmogeln, was? Geht's auch freundlich, ja? Du, werd bloß nicht frech, Freundchen. Sonst blüht dir das gleiche wie Jack, dem Leuchtturmwärter. Also gut. Was willst du von mir? Schon besser. Schnapp dir einen Besen. Ich will, dass du diesen Saustall von Turm auf Hochglanz bringst. Klar, mach ich doch gerne. Das heißt, zu Befehl. Für Tagelöhner wie dich gibt's eh keine bessere Arbeit. Jetzt mach dich gefälligst an die Arbeit. Ich glaube, dein Vater hat dich nicht genug verhauen, kann das sein? Pass auf deine Zunge auf, sonst setzt es was. Ich bin noch nicht gut genug. Die Möglichkeit besteht. Oh, mal was anderes. Kannst du mir etwas... Nur wenn die Kasse stimmt. Einschüchtern lernen. Untotenschlechter. Verursache zusätzlichen Schaden gegen Untote. Bring mir bei, wie ich Untoten mehr Schaden zufügen kann. Natürlich. Kein Problem.
Bring mir bei, wie ich Leute besser einschüchtern kann. Okay. Aber ich bin nicht so gut. Okay, jetzt überlege ich halt wirklich, Silberzunge zu erhöhen, um ihn zu überzeugen. Hey, Zivilist, hast du dich verlaufen? Ich sehe mich nur um. Umsehen ist nicht. Hier ist Kriegsgebiet. Kriegsgebiet? Hier scheint alles ruhig zu sein. Ach was. Dann sieh dich mal weiter im Osten um. Ich sag dir, da brennt der Busch. Ja, ich habe das Lernsystem auch, ehrlich gesagt, schon gefeiert. Früher war es halt wenigstens so, ja, bring mir was bei. Ja, du kannst so und so machen. Ich meine, das hatte letztendlich keinen Einfluss auf den Spieler selbst. Aber die haben halt wenigstens was gesagt. Und jetzt ist es halt so, ja, du hast mir Gold gegeben. Du kannst es jetzt. Echt? Ja, du kannst es jetzt. Kann ich mein Gold wieder haben? Nö. Du kannst es einfach. Weil du gezahlt hast. Warum bist du hier und nicht im Osten? Weil Tanner dem Leuchtturmwärter Jack ein paar Tritte in den Arsch verpasst hat. Soll der sich doch darum kümmern. Ihr scheint eure Befehle ja sehr ernst zu nehmen. Tue nichts, was andere besser für dich tun können. Wie viele Soldaten seid ihr auf Takarigua? Der Großteil unserer Einheit ist in Puerto Sacarico stationiert. Und von dem Frischfleisch, das mit Kommandant Sebastiano und uns ankam, ist nicht mehr viel übrig. Aber um die ist es nicht schade. Neulinge haben's einfach nicht drauf. Der Held ist ein Blitzlerner. Ja, so was kann man es nennen. Oben außer Wache schieben? Für meinen Ruhestand sorgen. Bitte was? Da fängst an zu grübeln, was? Denk mal drüber nach. Nein, ich habe eine Idee, wieso er das so schnell lernen kann. Er hat es ja bereits irgendwann mal früher gelernt, aber weil er es vergessen hat, erinnert er sich genau dann daran, wenn er einen Haufen Gold übergibt, so wie er es damals gemacht hat, und sagt, ja, hey, kannst du mir das beibringen? Und dann lässt er so das Gold los und so, oh, das habe ich ja schon mal gelernt. Ich weiß wieder, wie es funktioniert. Ich werde dir schon auf die Schliche kommen. Oh, viel Spaß dabei. Kann es sein, dass du dieses Zeug gestohlen hast? Selbst wenn es so wäre. Ohne einen Beweis kannst du mir gar nichts. Ich muss mich hier wohl nochmal umsehen. Hundertzehn, okay. Kann ich hier dann nicht tatsächlich sauber machen? Oh, noch ein Teleportstein. Praktisch, okay, dann klaue ich auch gleich noch die Krüge. Und das kriege ich noch nicht geöffnet. Oh, Löffel und Gabel. Yeah. So, jetzt habe ich hier alles. Also. Ich kriege gleich sowieso wieder einen Haufen Ruhm. Und ich werde auch nicht dieses Klassenspezifische machen. Also mache ich jetzt auf Silberzunge. Ach, ich habe es nicht bestätigt. Silberzunge, ja. Schon mal daran gedacht, weniger dick aufzutragen? Jetzt komm mir nicht so. Mit deinem Gelaber kannst du vielleicht bei einer Hafenbraut Eindruck schinden. Aber nicht bei mir. Also, nimm diese paar Münzen und sieh zu, dass du eine Schulter zum Ausheulen findest. Hauptsache, du gehst mir nicht auf den Sack. Es hat sich gelohnt. Hast du schon mal richtig was aufs Maul bekommen? Dir juckt wohl das Fell, wie? So ein Schluck Wasser wie du hat doch gar nicht das Zeug dazu. Ich denke, ich gebe dir mal was auf die Fresse. Du? Das wird ein Spaß. Komm her.
Reiß ihm den Kopf ab! Wow! Okay, also es ist wirklich eine Schlägerei. Steck ihm den Finger ins Auge! Schon krank. Reiß ihm den Kopf ab! Genau so! Steck ihm den Finger ins Auge! Hau ihm auf die Fresse! Also irgendwie ist der Kampf zu einfach. Genauso! Aber ganz ehrlich, was außer Schlösser knacken und Silberzunge braucht man tatsächlich in dem Spiel? Wenn man halbwegs gut ausweichen kann. Naja. Oh, ich kann ihn nicht plündern. Gut, dann. Ich hab dein Tagebuch und die Beute. Fang an zu reden. Oh, verdammt! Okay, ich geb's zu. Ich hab Jack bestohlen. Und was hast du jetzt vor? Da du so begeistert Tagebuch bist, schreib einen Aufsatz über mein und dein. Taschenkontrolle. Ja. Taschenkontrolle. Her mit deinem Gold. Was soll ich denn ohne mein Gold machen? Anfangen zu sparen. Das ist alles Gold, was ich habe. Damit sind wir quitt. Abgemacht? Die Entscheidung überlässt du mir. Neuer Befehl, Mangroven bewachen. Aber du hast doch... dir soeben einen Befehl erteilt. Abmarsch. Ich habe einen von zwei Ärschen getreten. Mann, mir brummt der Schädel. Hau bloß ab. Die eigene Medizin ist meistens die bitterste. Spar dir deine schlauen Sprüche. Ab jetzt tust du, was ich sage, sonst... Ab jetzt tust du, was ich sage, sonst... Ist ja schon gut. Spiel dich nicht so auf. Ich find's eigentlich eher lustig. So, hey, ich hab dich gerade vermöbelt, aber kannst du mir was beibringen? Du bringst jetzt den Leuchtturm auf Hochglanz. Wer den Schaden hat... der braucht für weitere Arschtritte nicht zu sorgen. Na los, ich will den Staub wirbeln sehen. Wäre ich bloß im Bett geblieben. Du bist Jacks Ablösung. Ab an den Strand mit dir. Und wenn ich nicht will? Ich hab dich nicht nach deiner Meinung gefragt. Zum Strand, aber im Laufschritt. Ja, ja. Dann muss ich deine Fresse wenigstens nicht mehr ertragen. Ich denke mal, ich muss noch Jack Bescheid geben. Ach ja, damit ich schneller wieder hier hochkomme. Mach ich. Oh. Geht doch. Oh. Oh, Schmerztöter. Wäre es nicht schon fast schneller, zum Schiff zu reisen und von dort aus an den Strand? Ja, da man nicht über diesen Stein kann, wäre das schneller gewesen. Glaube ich. Möglich. Nicht unbedingt. Was dein Soldatenproblem angeht, du kannst wieder zurück zum Leuchtturm. Dachte, ich werde die zwei nie los. Dank dir, mein Junge. Endlich kein Sand mehr in den Stiefeln. Da, das sollst du haben. Hier, das hatte Holtby dir gestohlen. Ich kann dir gar nicht sagen, wie dankbar ich dir bin. Das ist für dich. In deinen Taschen ist es mir lieber als in seinen. Voodoo-Puppe.
Wie konnte ich das übersehen? Und das ist Holpi. Gut. Ah ja, und da ist der andere Spasti. Okay, ich habe deswegen ja auch den Teleportstein eingesetzt. Also, das war ein guter Anfang. Das Spiel macht auf jeden Fall Spaß, so wie die ersten beiden Teile. Das reicht aber durchaus für heute. Wow, das waren 5,5 Stunden. Puh. Ich bedanke mich bei allen, die zugeguckt haben. Ich bedanke mich bei allen.